Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein ganz, ganz spontanes Video, denn ihr wisst ja Bescheid, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Heute ist Black Friday und ich habe einfach gemerkt, krass, es gibt doch ein paar coole Angebote einfach im Mountainbike-Bereich. Und diese Angebote möchte ich euch einfach nicht vorenthalten und habe so ein bisschen recherchiert heute früh und dachte mir, hey, die kann ich euch einfach auch zeigen. Vielleicht seid ihr zu faul oder habt keinen Bock zu recherchieren und vielleicht interessiert euch das ein oder andere. Deswegen, let's go, starten wir mal direkt rein. So, die Sachen, die ich euch vorstelle, sind alles Dinge, die mindestens so 20% Discount haben, weil ich finde, ohne 20% Discount kann man sich den Black Friday auch schon fast sparen. Es ist total gemischt. Es sind auch Bikes dabei und es sind Bike-Utensilien dabei und vielleicht auch für Leute, die ja, Videos machen zum Beispiel. Eine Sache, die ich zum Beispiel auch cool finde. Und wir legen jetzt einfach mal direkt los. Also Top 10 Black Friday Angebote, wie ich finde, die besten Angebote, die ich jetzt so gefunden habe. Wenn ihr andere habt, haut sie in die Kommentare rein, denn dann können wir alle von profitieren. Nummer 1, Canyon Stealth Special. Was heißt das? Es gibt auch verschiedene Dinge, jetzt 3 Tage lang Rabatt. Könnt ihr mal abchecken, ist eigentlich eine coole Sache. Es gibt viele Klamotten, Zubehör und so. Leider keine Bikes, aber also gerade im Mountainbike-Bereich hat Canyon halt auch sowieso einfach nichts verfügbar gerade. Nummer 2 ist in Amazon Black Friday Angebot. Da packe ich euch auch mal den Link dazu in die Videobeschreibung. Die Sony ZV-1 ist eine Vlogging-Kamera, super praktisch, also so Point-and-Shoot, du hast die Kamera in der Hand, kannst sofort anfangen zu vloggen, hat auch ein cooles Mikrofon, das heißt, diese Kamera, finde ich, ist empfehlenswert für alle, die zum Beispiel mit YouTube starten wollen und ein bisschen mehr als nur eine GoPro haben wollen. Also eine super Kamera auf jeden Fall, ist eine Kamera, die ich eigentlich in meinem Equipment gerne noch hätte, aber da ist der Discount leider nicht groß genug momentan. So. Nächste ist auch eine Rabattaktion von Amazon, und zwar von Garmin. Es gibt auf Garmin jede Menge verschiedene Rabatte. Es gibt auf die Uhren Rabatte, es gibt auf diese Fahrradcomputer Rabatte. Checkt das unbedingt mal ab. Lohnt sich definitiv mal reinzugucken. Die Rabatte sind echt ordentlich, können sich sehen lassen, bis zu 50% fast. Lohnt sich. Next ist wieder eine Bike-Marke. Und zwar YT Industries. YT Industries hat auch einen Black Friday Sale auf Klamotten und ich finde, die haben eigentlich ganz coole Klamotten. Und wer auf YT steht oder YT fährt, der wird da mit Sicherheit finden. So Leute, jetzt kommen wir zu den heiß ersehnten Fahrrädern. Und zwar gibt es da 2 Marken, die ich gefunden habe, dass die ein bisschen mehr Rabatt haben. Marke Nummer 1 ist Radon. Radon hat das Swoop im Angebot. Rund 330 Euro günstiger und hat das Radon Render 8.0, also das EMTB, auch im Sale 400 Euro günstiger. In Wirklichkeit sind die damit eigentlich fast nur auf die alten Preise zurückgegangen, aber was soll's, also es ist halt trotzdem günstiger, weil günstiger kriegt man die Dinger halt im Moment nicht. Und da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Außerdem gibt es bei Fahrrad XXL das Giant Rain E Plus 0 Pro mit dem 500 Wattstunden Akku, also ein bisschen leichteres, statt 7500 Euro für 5599 Euro. Also auch knapp ein Taui günstiger und das finde ich schon für Bikes auf jeden Fall nicht schlecht. Dann gibt es einige Deals bei Maciak Offroad, da lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Es gibt zum Beispiel wie diese Scott Brille, fast 50% Rabatt auf die Brille, super, super cool. Auf MagOff Reinigungsset sparst du bis zu 30 Euro auf dieses Riesenbundle oder das 5 Liter Fässchen, sage ich jetzt mal, ist auch rabattiert und Bike-Reinigerzeug brauchen wir irgendwie ständig. So, das waren meine Angebote, wo ich mir auch jetzt überlegen werde, ich denke mal, ich werde beim Bike-Reiniger auf jeden Fall zuschlagen. Und bei der Kamera ist noch so eine Überlegung, weil ich würde gerne so eine kleine, kompakte Kamera mit auf dem Trail haben. Aber nein, man muss ja auch nicht zwingend beim Black Friday shoppen, aber wenn man irgendwie was braucht wirklich oder schon länger so etwas sucht, dann finde ich, lohnt sich der Black Friday. Ansonsten finde ich, sollte man es auch nicht übertreiben. Wenn man nicht wirklich etwas braucht, sollte man da nicht einfach nur willkürlich einkaufen, nur weil es Black Friday ist.
Und außerdem gibt es auch immer mal wieder, wenn ihr euch mit den Preisen auskennt, so kleine, ja, Fakes und Scams, die eigentlich gar nicht so wirklich günstig sind. Aber egal, ich wollte euch trotzdem diese Sachen teilen, bevor ihr irgendwas shoppt und euer Geld in irgendwas steckt, was ihr vielleicht nicht braucht. Irgendwie so ein Fire TV Stick von Amazon oder keine Ahnung. Irgendwie sowas, was halt nicht mit Mountainbike zu tun hat. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Wir sehen uns dann nächste Woche im ganz normalen Upload-Rhythmus wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.